Ja, willkommen bei Egypt Old Kingdom. Ja, einem etwas anderen Spiel mal auf meinem Kanal. Ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, ich habe mal ganz kurz reingeschaut, mich mit der Steuerung und dem Spielmechanismus vertraut zu machen. Ansonsten die Texte wollte ich eigentlich nicht vorlesen. Das könnt ihr gerne mitlesen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, um was es geht, wie es geht. Wir werden ein neues Spiel starten und da haben wir gleich eine Vorgeschichte, welche wir wählen können. Es gibt jetzt 4 Auswahlmöglichkeiten und ich sag mal, wir werden mal rund unserer Ankunft wählen. Da hatte ich jetzt auch schon mal reingespielt und da schauen wir einfach mal, wie es läuft, was uns erwartet. So, Aufgabe, neue Siedlung. Ja, Ziel des Spiels, um die schwere Prüfung am Ende zu bestehen und so das Spiel erfolgreich zu beenden, musst du eine mächtige Nation in 300 Runden, das entspricht 1400 Jahren, aufbauen. So, ja, dann machen wir das mal. Wie gesagt, ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und ja, hier unten kannst du euch mal dann kurz erklären im Laufe des Spiels. Das Tutorial ist jetzt noch aktiv. Ich lasse es mal aktiv. Ich werde es dann halt wegklicken. Das, was ich schon weiß. Und ja, würde ich mal sagen, geht los. Wir haben jetzt 1 von 5 Arbeitern oder gesagt Arbeitsgruppen. Das entspricht jedes Mal, wir sehen es, 52 Erwachsene und Kinder entspricht so eine Arbeitsgruppe. So, die ziehen wir jetzt hier auf dieses Feld, diesen Bereich. Tutorial, Nahrung. Gut, weiß ich. Können wir mal ganz kurz lassen. Klicken wir auch wieder weg. So, das bedeutet jetzt, hier oben, hier haben wir jetzt unsere wichtige Statistik, unsere Ressourcen und Punkte. Da haben wir zum einen die Nahrung. 15 Nahrung pro Runde bekommen wir den unteren Wert dazu oder bekommen den abgezogen, je nachdem, was wir benötigen oder erwirtschaften. Ja, Nahrung, Produktion, Luxuswaren, Armee, Kultur und die göttliche Kunst. Ja, hier drüben haben wir so Aufgaben, Ereignisse werden uns hier angezeigt. Unsere Hauptaufgabe, neue Siedlung. Eine Dürreperiode haben wir. Und erste Oberhäupter. Wachstum plus 10% auf Nahrung. Jede Runde. Okay. So, diese Fläche bedeutet jetzt, wir bekommen pro Runde 1,2 Nahrung dazu und 0,2 Produktion. Ja, das sieht zwar hier oben jetzt noch anders aus, aber da spielen jetzt noch ein paar andere Faktoren eine wichtige Rolle. Ja, gut. Runde beenden. Runde Nummer 2. Kamerasteuerung, die können wir wegmachen. Das kennen wir. So, und jetzt haben wir hier neue Gebiete, die können wir entdecken. Und das machen wir entweder, wenn wir jetzt diese Einheit hier hochziehen. Oder wir warten, bis wir eine neue Einheit kreieren können. Dazu braucht man 10 Nahrung und 1 Punkt Luxusgüter. Also diese hier haben wir. Nahrung haben wir auch. Einmalig. So, genau. Beginnerkundung. Das machen wir. So, alles klar. Jetzt haben wir das erkundet. Jetzt können wir einen neuen Arbeiter erstellen. Und den können wir dann hier unten wieder einsetzen.
So, unser neuer Arbeiter, der kann jetzt weiter erkunden oder wir setzen den hier ein. Ich würde sagen, wir setzen den erstmal hier ein. Wir brauchen Nahrung für neuen Arbeiter. Da brauchen wir wieder 10,5 Nahrung. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Runden durchklicken. Ach, Felder anlegen sollen wir noch. Genau. Hier links von diesem Arbeitersymbol, da haben wir noch einige Informationen und einige Auswahlmöglichkeiten. Unten drunter sehen wir halt immer das, was aktuell produziert wird oder welche Ereignisse stattfinden. So, auf das Flussauen-Symbol soll man klicken, um Felder zu bauen. So, dann machen wir jetzt zum Beispiel Getreidefeld, Wachstum 0,3 Getreide. Jede Runde kostet 4 Werkzeug für 2 Runden. Ja. Und so geht das halt jetzt immer weiter. Es wird natürlich immer schwieriger, weil auch mal Angriffe kommen. Es kommen Terrorperioden. Ja, werden wir sehen. Wir machen erstmal weiter. Runde beenden. So, Getreidefelder sind angelegt. Böse Hyänen haben sich auf unserem Land niedergelassen. Hier haben wir sie. So, die können wir jetzt mit einem Angriff vertreiben. Chance zu töten 5% bei Erfolg plus 8 Werkzeug bekommen wir. Aber ich sag mal, ich würde die jetzt lieber verehren. Da haben wir ein Wachstum von 0,5 auf göttliche Kunst pro Runde und Wachstum 3% Beziehung jede Runde. So, wir fangen jetzt an, die zu verehren. Dauert jetzt 11 Runden und in der Zwischenzeit ist jetzt unsere Nahrungsmittelproduktion gestoppt und hier unsere göttliche Gunst, die wächst um 0,5. So, entdecke eine Technologie. Machen wir. Haben wir jetzt auch hier, haben wir seht's reichlich zur Auswahl und ich werde jetzt mich einfach hier lang hinarbeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Handwerk, kann entdeckt werden für 30. Haben wir denn hier überhaupt für eine? Ja. Weiß jetzt nicht mal, was das für eine Einheit war hier oben. Göttliche Gunst war hier. Hier ist unsere Armee und hier war Glaube. Ja. Das bringt jetzt Wachstum 0,5, Werkzeug 0,5 auf Luxuswaren und Werkstätten 0,3 und 0,2 auf Luxuswaren. Okay. Gut, 8,3, wir brauchen eigentlich wieder Nahrung, um hier voranzukommen. Dass jetzt mit den Hyänen so eine gute Idee war, weiß es nicht. So, erster Kontakt, Leopardvolk. Gut, können wir schauen, das sehen wir jetzt auch irgendwo auf der Map. Aufgedeckt, hier unten haben wir es. Müssen wir später schauen, ob wir mit denen verbündet werden oder ob wir in Krieg ziehen. Erstmal tun wir es ignorieren. So, Tutorial. Göttliche Gunst und Verehrung. Das haben wir hier oben. Hier haben wir jetzt einige Gottheiten. Können wir verehren. Die bringen uns dann Bonusse für eine gewisse Anzahl von Runden. Zum Beispiel nutze ich erstmal hier den ersten, den Happy. Der kostet jetzt 10 Glauben.
göttliche Gunst und bringt 10% Wachstum auf Nahrung für 5 Runden. So, da sehen wir 0,3 statt 0,0. Es geht voran. Ja, müssen wir halt durchklicken. Nützt nichts. Verschwenden wir zwar viele Runden, aber nachher geht es wirklich heiß zur Sache. So, Wachstum nochmal 10% dazu. Ja, 5 Runden. 0,6, sehr schön. Mit dem Kaninchenvolk haben wir jetzt den ersten Kontakt aufgenommen. Vertrauensvoll und freundlich. Sehr schön. Das liebt man. So, Kosmetik. Wachstum. Nahrung, das nehmen wir. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur warten, bis wir hier oben 30 Punkte haben. Dann können wir das nächste freischalten. Unsere Armee, die sinkt. Gut. So, Segen ist beendet. Hier haben wir das Kaninchenvolk. Und die Savanne erblüht. Alles klar. Alles klar. Gut. Naja, Arbeitsgruppe erschaffen wir. Ist das das Kaninchenvolk hier? Ja. Platziere hier einen Arbeiter, um mit dem Stamm zu interagieren. Dann machen wir das mal. Passt mir zwar nicht, da soll lieber ein bisschen hier Nahrung beschaffen. Hier haben wir auch ein Nahrungssymbol. Eine Nahrung wird bekommen. So eine Handlung. So, was können wir denn eigentlich machen? Stamm unterwerfen. Einen Überfall durchführen. Handel. Beziehungen verbessern. Sag mal, das Sinnvollste ist, glaube ich, erstmal der Handel. Bringt uns 0,6 Nahrung, 0,2 Produktion und 0,1 Luxuswaren. Eigentlich perfekt. So, hier oben sind wir. Gut, wir sehen hier unten Technologie. Können wir wieder eine auswählen. Kosmetik bringt uns Wachstum auf. Jetzt schauen wir mal. Kultur war das. Kultur. So, die Hyänen haben wir jetzt unter Kontrolle. Die sind jetzt weniger gefährlich. Beziehung haben wir 34% aufgebaut. Und die fressen uns 25% vom Getreide weg. Alles klar. So. Kurz überlegen. Haben wir alles. So, Hyänen sind wieder weg. 1,5 Getreide kommt dazu. Das sieht gut aus. AB schrumpft immer noch leicht. So, und ich muss sagen, es geht weiter. Wir werden mal neue Provinzen entdecken. 2 Runden brauche ich, das hier zu entdecken. So, zum Beispiel hier, primitive Armee. Das gibt Wachstum plus 1 auf die Armee. Wachstum auf Kultur. Wachstum auf Glaube.
eigentlich ist es vollkommen egal, was wir auswählen. Das dauert nicht lang, dann wählen wir sowieso die anderen auch aus. So, wir können auch hier den Happy wieder verehren. Oder Happy. Ah, unverschämte Hyänen. Was ist denn jetzt? Böse Hyänen haben sich auf unserem Land niedergelassen. 16 Runden bleiben die jetzt. Fressen 50% von der Ernte weg. Komm, wir versuchen das jetzt. Ein Angriff auf die Hyänen. Okay, hier haben wir Nahrung plus Aue, fruchtbares Land, fruchtbare Lichtung. Das sieht sehr gut aus. Hier werden wir auch unseren Arbeiter platzieren. Plus 1,8 Nahrung. Alles klar. Ja, Hyänen sind getötet. Sehr schön. 5% Chance hat man. 8 Produktion haben wir dazu bekommen. So muss das sein. Okay. So, da es jetzt hier läuft, würde ich mal sagen, wir fangen mal an, hier Werkstätten zu bauen. Das bringt Wachstum auf Produktion. Auf Luxuswaren jede Runde. Bevölkerungslimit bekommen wir 1 dazu. So, dauert 2 Runden. Und wir können wieder Arbeiter erschaffen. Ziel: Integriere 260 Sippen in eine gemeinsame Kultur. Integration von plus 6 Sippen jede Runde. Und 260 verbleiben noch, alles klar. Ja, so sieht es aus, wenn wir jetzt hier auf Werkstätten ausbauen. So sieht es aus, wenn wir hier fruchtbares Land ausbauen. So, Werte sehen sehr gut aus. Er hier ist am Untersuchen. Technologie können wir neu entdecken. Hier können wir auch wieder... Ach, das ist noch aktiv, alles klar. So, viele Hyänen leben in diesem Gebiet. Das ist schlecht. Antilopen. Antilopen, ja, der lebt hier. Dann haben wir noch eine Anhöhe. Okay, das heißt, wir können das Land ausbauen. Achtung. Wir entdecken mal noch. Nee, passt auf. Den setzen wir hier ein. Wir können noch einen erstellen. Den schicken wir mal dahin. Das sieht auch sehr gut aus. 1,8 Nahrung. Fruchtbares Land. Dickicht. Hier kann nichts gebaut werden. Also bauen können wir nicht, aber hier gibt es
Eine richtig gute Ernte. Ja, wie sieht's aus? Armee? Armee schrumpft, die können wir hier oben ausbauen. Stand da zumindest. Wir schauen mal eben. Miethöfe können wir bauen. Werkstätten können wir bauen und Kasernen können wir bauen. Kosten 8 Werkzeuge für 3 Runden. Die hätten wir. Unterhalt. Ja, kostet dann eine Nahrung und ein Werkzeug jede Runde. Das lassen wir erstmal. Wir gehen erstmal hier auf Nahrung. Wir bauen erstmal hier ein bisschen weiter aus, unsere ganze Gemeinschaft. So, wir könnten jetzt einen erstellen, aber das wäre jetzt nicht so gut. Das gibt negative Auswirkungen, wenn wir mehr Arbeiter erschaffen, als wir eigentlich sollten. Gut. Dann klicken wir mal ein bisschen, mal gucken, was so kommt. Nomaden suchen eine neue Heimat. Kultur unterscheidet sich massiv. Nee, die wollen wir nicht haben. Neues Wissen. Sippen haben wir bekommen und 20 Kulturwertungen. Alles klar. Ja, wir haben ja noch hier den unseren Kollegen. Ja, wo ist er denn hier? Bei den Kaninchen. Ach, hier drüben. Ja, der tut ja immer noch handeln mit denen. Wachstum. Integration von plus 20 Sippen jede Runde. Beziehung verbessern. Das machen wir mal. Sehr schön. Das läuft. Gut, ich würde mal sagen, das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Einblick. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr es euch überhaupt anschaut. Und ja, wenn ihr sagt, mach mal noch ein paar Folgen, dann haut es mal in die Kommentare, dann machen wir das. Ja, ansonsten hoffe ich mal, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen und macht's gut. Bis später.